So, ich bin immer noch da und ich möchte noch ein weiteres tolles Kit heute vorstellen. Und zwar ist es das Together Kit. Es ist ganz neu jetzt bei doTERRA. Jeder Einsteiger, der mit doTERRA gerne starten möchte, der die Öle für sich entdecken möchte, sei es für zu Hause, fürs Büro, um es einfach in einen gesunden Lifestyle, in einen tollen Alltag mit rein zu integrieren, da kann ich wirklich dieses Kit hier empfehlen. Es enthält 12 Öle. Es ist ein bisschen hochwertiger noch als das Home Essential Kit, also die Hausapotheke. Und das Together Kit ist wirklich toll. Ich habe mir die Öle gerade mal angeguckt. Ich habe es mir mal bestellt, um einfach zu schauen, wie sieht es aus, was ist drin. Und habe gedacht, ich stelle es mal kurz vor. Also es kommt auf jeden Fall mit so einer tollen Karte. Und bevor man diese Karten einfach so, man denkt ja, es ist Werbung und man schmeißt sie in den Müll. Das würde ich einfach mal nicht machen, denn da hinten drauf stehen direkt ein paar Diffuser oder Diffuser-Mischungen drauf, die man wirklich dann schon für die jeweilige Stimmung verwenden kann. Also das finde ich ja schon mal super, dass man hier direkt Ideen bekommt, was könnte ich denn jetzt mit was mal zusammen kreieren und auch versuchen. Ja, also das ist die erste Karte. Obendrauf bekommt man das Ganze mit so einem tollen Büchlein hier. Ja, seht ihr das? Es ist ein tolles doTERRA Einsteigerbuch, wo die ganzen Öle nochmal drin beschrieben werden. Es ist ein kleiner Text dazu. Am Ende habt ihr nochmal so einen Sticker hier, so ein Stickerheft. Und mit dem Stickerheft, da könnt ihr direkt, das sind Cap-Stickers, ja, da kann man direkt auf dem jeweiligen Öl, auf die Kappe, deswegen Cap-Sticker hier oben drauf, einfach den Sticker drauf pappen und dann kann man direkt, wenn man es rausholt, quasi aus dem kleinen Holzkästchen, was auch mitgeliefert wird, das zeige ich euch gleich, findet man direkt das entsprechende Öl, ohne alles einzeln einfach hochheben zu müssen und suchen zu müssen, wo denn jetzt das passende Öl ist, welches man sucht. Also die Cap-Sticker finde ich einfach fantastisch. Die kann man auch einzeln nachbestellen. Ja, in dem Buch wird auch noch ein bisschen hinten über das Treueprogramm erzählt, wie man so ein bisschen sparen kann. Das finde ich halt ganz toll. Und was auch noch drin ist, sind so ein paar Öltipps und wie so eine tägliche Ölroutine auch aussehen könnte. Das findet man so hinten in dem Buch noch drin. Es fängt so an mit 7 Uhr morgens. Was könnte ich um 7.30 Uhr machen? Meditation zum Beispiel. Ja, also das steht auf jeden Fall in diesem Buch mit drin. Das finde ich schon mal ganz toll. Ja, das Ganze kommt in so einer riesengroßen Box, da bin ich gar nicht mehr hier im Bilde zu sehen. Und die hat hier vorne so einen kleinen Klicker, ja, die klickt auch wieder zu, ja, die ist mit Magneten. Und hierin kommt dann das komplette Kit. Man kann die natürlich dann auch behalten. Was könnte man damit machen? Man könnte die Öle darin sammeln, man könnte sie umfunktionieren, als Gewürzbox für die Küche zum Beispiel oder als Box, um, ja, was weiß ich, Strumpfhosen, Socken oder irgendwie sowas mit rein zu sammeln. Oder, ja, ich bin immer so ein ganz großer Verfechter davon, irgendwelche Dinge nochmal wieder zu verwenden und finde auch, ihr könnt wie immer etwas zum Verstauen. Ne? Vielleicht Männer möchten da gern ihr Werkzeug reinpacken, ja, was auch immer. Das sind so Geschichten, ich finde es immer ganz lustig, einfach mal zu schauen, was man noch machen kann, bevor man so eine tolle, weil die Box ist echt hochwertig, wirklich toll verarbeitet, die einfach direkt in den Müll zu geben, weil es Karton ist. Also vielleicht findet ihr eine Verwendung dafür. So, dann habe ich mir ein paar Notizen gemacht, was denn jetzt in diesem Kit drin ist. Man sagt, dass dieses Kit ganz gut ist fürs Büro. Also habe ich mir gedacht, naja gut, dann gucke ich mir die Öle mal an und überlege mal, wie würde das denn auch ins Büro letztendlich passen. Also, wir fangen mal an mit Lemonöl. Ja, also ihr habt Lemonöl da drin. Das Lemonöl, ja, ist ja erstmal das Öl der Konzentration. Also das heißt, wenn du im Büro auf einmal dich schlecht konzentrieren kannst oder müde wirst, ne, merkst, du bist nicht richtig mehr bei der Sache, du hast keinen guten Fokus mehr, dann wäre zum Beispiel das Lemonöl ein tolles Öl. Na, was machst du jetzt damit?
Du gibst es in einen Diffusor, der ist bei dem Kit nämlich auch dabei, der steht schon hinter mir, den zeige ich euch gleich. Gibt es in den Diffusor, du kannst es aber auch auf den Puls geben oder in die Handinnenflächen inhalativ benutzen, vielleicht auch einfach so ein bisschen mal hier auf die Nasenflügel geben. Ansonsten kannst du es natürlich auch innerlich einnehmen. Lemonöl darfst du innerlich einnehmen, einen Tropfen einfach in Wasser geben. Es hat eine stark basische und auch eine entgiftende Wirkung. Also das wäre das Lemonöl. Also auf der Arbeit einfach schnell mal an das Öl tapsen und einfach vielleicht ein Öl mit einem Tropfen Wasser mal trinken oder inhalieren, damit du wieder einen besseren Fokus hast. So. Dann haben wir als nächstes Citrus-Pliss. Citrus-Pliss-Öl würde ja sehr gut auch zum Lemonöl passen. Es ist das Öl, welches eine belebende Stimmung hat. Das heißt, wenn du einfach träge bist, müde bist, zum Beispiel so ein Mittagstief hast, ja, dann wäre das Lemonöl auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Öl, um aus dem Mittagstief herauszukommen, dass es wieder deinen Geist, deinen Körper, all deine Glieder anregt, ja, also belebt, um aktiv in den Tag weiter zu starten, um den Rest des Tages im Büro noch gut, ja, und aktiv arbeiten zu können. Es hat natürlich emotional eine unwahrscheinlich steigernde Wirkung auf dein Gemüt. Ja, also es wirkt einfach stimmungsaufhellend, dass es einfach so ein bisschen dir wieder einen kleinen Schub gibt, dass du vielleicht dich heute nicht so fühlst, sondern einfach wieder deine Stimmung auch ein bisschen verbessern kann. Das ist Citrus-Pliss. Warum verbessert es die Stimmung? Weil ihr kennt das, sobald ihr so eine frische Orange oder so riecht, ja, ist, glaube ich, auch noch Vanille ein bisschen mit drin. Es hat einfach eine tolle Wirkung aufs Gemüt. Ja, dann haben wir Wild Orange. Ja, ist auch ein wirklich fantastischer Duft, Wildorange. Also wenn du das riechst, meinst du, du machst eine dicke, pralle, frische Orange auf, die du gerade schälst und dir spritzt von der Schale so. Kennst du ja sehr wahrscheinlich, wenn du eine Orange aufmachst, einfach so ein bisschen dieses Fruchtwasser entgegen und du riechst dieses Spritzige von dieser Wildorange. Da denkst du direkt so, ah, oh, tut das gut. Und so ist mit der Wildorange auch. Es ist einfach ein Öl. Ich kenne niemanden bis jetzt, der gesagt hat, dass dieses Öl ihm nicht gefällt. Ja, Wild Orange. Es ist das Öl der Fülle und des Reichtums. Aber nicht Reichtum im Sinne von viel Geld haben, sondern dass du einfach gut genährt bist, dass es dir gut geht, dass du weißt, dass du alles in dir trägst, ja, was du brauchst, um zum Beispiel deinen Berufsalltag gut gehen zu dürfen, ja, oder gehen zu können. Dass du keine Minderwertigkeitskomplexe haben musst, ja, dass du einfach mit allem versorgt bist, um deinen Alltag gut, ja, begehen zu können. Und das ist Wild Orange, ja. Dass du wirklich in dir trägst, alles, was du hast. Dann kommt Lavendelöl. Lavendelöl ist das Öl der Kommunikation. Ja, man könnte jetzt sagen, wechselseitiger Austausch mit den Kollegen. Kommunizieren, wenn ich einen Vortrag halten muss, vor meinen Kollegen. Ja, dass ich vor meinen Kollegen einfach gut sprechen kann, klar sprechen kann. Da könnte man noch Spearmint dazu nehmen, das Öl der bewussten Sprache. Aber einfach, wenn es vielleicht auch mal Ärger gibt auf der Arbeit und man kann sich vielleicht nicht so gut ausdrücken, vielleicht das Öl mal zu benutzen und gucken, was passiert. Ne? Es ist ja, wie gesagt, das Öl der Kommunikation und ich kenne wirklich Leute, denen verschlägt es manchmal die Sprache und kaum haben sie Lavendel, können sie sich tatsächlich besser ausdrücken und besser kommunizieren, auch das, was sie wirklich sagen wollen, auch mal sagen, ja, statt es runterzuschlucken, ja. Ja, so wäre das ein tolles Öl für Kommunikation. Ist natürlich ein Öl auch, wenn du zum Beispiel abends nach Hause gehst, von der Arbeit nach Hause gehst, es zu nehmen, um runterzukommen. Ja, das heißt, ein Öl zu benutzen, wenn du abends heimgehst, um besser in den Alltag oder in das Ende der Arbeit hineinzugleiten.
Also da ist Lavendel wirklich fantastisch, um einfach zu schauen, okay. Könntest du aber auch kurz vorm Schlafen natürlich nehmen, um besser zu schlafen, tiefer zu schlafen. Ja, und wenn du natürlich auch so ein bisschen aufgewuselt bist, na, auf der Arbeit, könntest du es auch da nehmen, um runterzukommen, na, dass du einfach nicht so hibbelig bist. Ne? Es gibt ja manchmal Situationen, die man so vor sich hat, vielleicht ein Gespräch oder ein Vortrag, wo man so hibbelig ist, dann ist es auch ein Öl, um runterzukommen. Ja, dann Lemongrass und Eukalyptus. Eukalyptus ist das Öl des Wohlbefindens und Lemongrass ist das Öl für die Gesundheit, ja, das eine Öl für das Wohlbefinden und das andere Öl für Gesundheit. Wunderbare Öle, um zu diffusen im Büro, um einfach eine holistische Gesundheit, einen holistischen Lebensstil anzustoßen, um sich auch auf Wohlbefinden und Gesundheit zu konzentrieren. Lemongrass zum Beispiel ist mein Hausduft bei mir in meinem Geschäft. Ich liebe das. In Kombination mit Wild Orange sind das so meine Hausdüfte. Und mein nächster Hausduft ist auch Eukalyptus jetzt seit neuestem geworden. Ich wechsle die gerne mal ab, vor allen Dingen Eukalyptus bei mir zu Hause. Es erinnert mich immer so ein bisschen auch an Wellness, ja. Entspannung. Einfach mal, es soll mir mal gut gehen jetzt einen Moment, ne? Und solche Momente hat man ja auch schon mal im Berufsalltag, ja, und da kann man dann vielleicht mal Lemongrass und Eukalyptus nehmen, um einfach mal so ein bisschen Wohlbefinden wieder zurückzugeben. Ja, dann haben wir Balance und Adaptive, ja. Adaptive wirkt besänftigend und Balance wirkt ausgleichend, ausbalancierend. Was auch immer du ausbalancieren musst, ja, Balance kann dir dabei helfen. Morgens früh könntest du es schon unter die Füße tun. Es wirkt einfach groundend, also erdend, dass du eine bessere Stabilität hast, ne? Dass sich nichts so einfach aus der Bahn werfen kann. Und manchmal hat man ja einen Tag, wo man so Vollgas ist, ja, oder auf Krawall, gibt es ja auch schon mal solche Tage. Ja, und egal, was du ausgleichen möchtest für eine Emotion, vielleicht auch Traurigkeit oder so, ja. Also Balance wirkt auf jeden Fall ausgleichend. Oder kann dich dabei zumindest mal unterstützen. Und Adaptive wirkt besänftigend. Es ist auch ein Öl, was man ganz gut, man sagt, sich adaptieren. Adaptive bedeutet ja mich adaptieren an eine Situation, adaptieren, egal auf welche Situation ich dann eintreffe, mich an die Situation anpassen und adaptieren zu können. Ja, und vielleicht erstmal runterzukommen. Es gibt ja manchmal Situationen, dann ist man so in seinem Alltagstrott, dann kommt etwas Unvorhergesehenes und man denkt direkt, oh, soll ich mir das alles schaffen? Und oh Gott, ne? Und man regt sich sofort auf und das wirkt dann besänftigend. Also das wäre Adaptive und dann haben wir noch On Guard. On Guard ist die schützende Mischung, um sich einfach mal ein bisschen schützen zu müssen. Also wenn man sich mal schützen muss oder abgrenzen muss von der Situation. Es ist aber auch vor allen Dingen das Öl fürs Immunsystem. Also wenn du wirklich mal so ein Gefühl hast, du hast so einen Tag, in dem du so in deinem Trott drin bist, geht dir vielleicht heute nicht so gut, vielleicht ein bisschen kränklich, schlecht geschlafen, dann auf jeden Fall sofort einen Tropfen von dem On Guard entweder unter die Zunge, ins Wasser geben. Über den Diffuser diffusen, um einfach ja eine gesunde Raumluft zu schaffen im Büro, dass du direkt auch dieses On-Guard-Öl mit einatmen kannst. Ja, dann haben wir noch Motivate. Motivate ist die ermutigende, motivierende Mischung. Ist ein kleineres Öl, das hat nur 5 ml, ist sehr kostbar. Und dieses Motivate-Öl sorgt natürlich auch dafür, mit dieser Ermutigung vielleicht auch mal in eine Situation reinzugehen oder besser halt auch durchzustehen, wo man vorher immer so ein bisschen ängstlicher war. Vielleicht braucht man auch manchmal eher eine Motivation, um vielleicht auch mal den ein oder anderen Aktenstapel anzupacken, den man sonst immer so gerne vor sich her schiebt. Ja? So wäre das natürlich im Büro auch eine tolle Mischung dafür. Und last but not least habe ich noch Green Mandarin. Das Öl
des verspielten Herzens und Peppermint des lebhaften Herzens. Also das sind wirklich zwei wunderbare Öle, die so rund ums Herz sind. Ja, wenn ich ein bisschen schwerer ums Herz bin, ich brauche ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ist aber auch ein wunderbares Öl, gerade Pfefferminz, wenn im Büro mal Nackenverspannungen sind, Kopfschmerzen sind, vielleicht von einer schlechten Haltung am PC, Gelenkschmerzen. Also Pfefferminz wirkt sehr kühlend, aufpassen. Man kann es auch im Sommer, ja, wenn es so mega heiß ist im Büro, auch so ein bisschen als Runterkühlungsöl benutzen, das Peppermint. Und es hat ja, wie gesagt, wie 28 Tassen Pfefferminztee hat ja Peppermint als Kraft. Also von daher kannst du auch hergehen, wenn du das einfach mal so ein Tröpfchen ins Wasser gibst, dann hast du direkt Atemfrische. Kannst du auch super gut nach dem Mittagessen nehmen, dass der Verdauungstrakt ein bisschen besser angeregt wird. Und ja, ist einfach ein tolles Öl, um dich halt rundum wohlfühlen zu lassen. Ja, Peppermint und Green Mandarin. Das Ganze kommt, ich zeig's dir mal, in so einem wunderbaren Kästchen hier. Ja, das ist eine kleine Holzbox. Und die Holzbox, die hat hier so kleine Fächer. Und in die Fächer kannst du das dann einfach so einräumen und da hast du dann deine Ölchen drin und ich würde auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall die Capsticker drauf und im Büro sieht natürlich die Holzbox toll aus. Das Ganze kommt mit diesem wunderbaren, und der ist gar nicht so groß, ich finde den total süß, ich habe mir viel größer vorgestellt, mit einem tollen Glasdiffusor, ja, also der ist hier komplett aus Glas, kann man abnehmen, dann hat man hier nochmal einen extra Häubchen, das kann man abnehmen, hier Wasser reinfüllen und dann kann man den anmachen, eine Stunde, zwei oder vier Stunden laufen lassen. Hat natürlich auch tolle Intervalle und hat auch unterschiedliches Licht, ja. Ich glaube, er hat blaues Licht und so eine Art pinkes Licht oder weißes Licht. Also man kann auf jeden Fall die Lichtfarben ändern, sodass der dann auch wunderschön im Büro aussieht. Dann ist in diesem Holzkästchen noch so ein toller Untersetzer. Wenn ihr eine Wasserkaraffe habt, dann könnt ihr die da drauf stellen. Also das finde ich ganz toll. Das wird jetzt bei mir in der Küche unter meinen Wasserkaraffen landen. Ja, und das war es eigentlich. Ach so, es gibt diesen Monat eine 200 PV-Aktion. Da das ja ein bisschen teurer ist, ja, dieses komplette Kit, bekommt man bei der 200 PV-Aktion diesen Monat noch drei Roller dazu. Das ist ein Balance-Roller, ein Motivate-Roller und ein Adaptive-Roller. Die kommen dann diesen Monat noch kostenlos dazu. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht, das Kit mal kennenzulernen und bis bald. Tschüss!